Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sims 3. Dopp-di-dopp. Jetzt hatten wir im letzten Mal so eine Art Baufolge oder so eine Art Anpassfolge, so eine Art Stadtanpassfolge. Und alles schläft gerade, beziehungsweise Mandy isst. Und ich, keine Ahnung, sitze jetzt und. Und der Hund steht da. Oh, guck mal, Zeitung. Guck mal, Zeitung. Guck mal, ich habe die Zeitung gebracht. Guck doch mal, Zeitung. Da stehen interessante Meldungen drin. Mit der Zeitung. Oh. Und ich bin gespannt auf die Kommentare, wenn es dann wieder heißt, so nach dem Motto so, zieh die um, die Kleidung ist voll scheiße, Mann. Naja, das ist immer schön, wenn Leute sowas schreiben. Ja, nein, meine Fanbase ist mir sehr wichtig, wobei ich das Wort Fans gar nicht gerne mag, weil das heißt eigentlich Ventilator und kommt von Fanatismus. Und naja, gut, Fanatismus ist manchmal schon ein bisschen mit dabei und ich kann es sehr gut nachempfinden. Ich schreibe ja auch so Fangirly-Kommentare unter Tobaschkes Videos. Toby, ich liebe dich, lalala, und so eine Scheiße. Nein, habe ich noch nie gemacht. Könnte ich ja mal machen, aber nur, wenn ich eine Wette verliere. So, Mädchen, nee, du gehst jetzt auch schlafen. Ach ja, apropos Fans, ich grüße mal Ricarda. Hallo, Ricarda. Ich weiß, du hast mir auf meine Facebook-Wand geschrieben, ob ich dich nicht mal in einem Let's Play grüßen kann. Ich kenne dich zwar eigentlich so gar nicht, aber ich weiß, dass du meine Videos guckst und ich dachte, hallo, Ricarda, ich grüße dich einfach mal. Jetzt fängt nicht an, alle auf meine Facebook-Wand zu schreiben, begrüß mich auch. Das habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Die Sache ist, die ich dadurch vor, ich müsste da so 150.000 Leute grüßen, da hätte ich ganz schön was zu tun. Aber ich habe gedacht, so ab und zu könnte ich ja vielleicht doch mal so ein paar Fans, beziehungsweise ein paar Zuschauer grüßen. Finde ich eigentlich so von der Idee ganz nett. Franziskus Figueras versucht zu flirten und möchte, dass du die Stimmung verbesserst. Überbringe ihm ein romantisches Singogramm. Jetzt habe ich mein Mikrofon-Popkiller angesabbert. So, wieder sauber gewischt, alles in Ordnung. Nein, die Arbeit wird jetzt gerade nicht ausgeführt. Es wird jetzt geschlafen und der Hund schläft im Fressnapf. Nee, der isst. So ist brav halt. Du willst, dann erfüllt sich der Wunsch hoffentlich noch. Ja, ist das? Du frisst gerade, du willst Futter fressen, das ist doch. Ja? Nein? Doch? Oh. Okay, Harndrang hat er dann auch wieder. Da muss der Flamingo wieder dran glauben. Dann piesel mal an den Flamingo. Nein, es wird nicht geschlafen. Das kannst du gleich machen. Erst musst du an den Flamingo pieseln. Das hat Tradition. Die Zuschauer warten darauf. Ja. Was ist los? Derp Mangold beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Nein, Derpy ist krank. Oh nee, Derp fühlt sich ein bisschen ansteckender als sonst. Es ist wahrscheinlich angebracht, hinten zu bleiben, sich warm zu halten. Die anderen Sims wollen diese Keime nicht. Dann muss er sich aber am nächsten Morgen krank melden. Kann er das dann nämlich, kann er das machen? Mehr. Muss halt Urlaub nehmen, geht nicht. Geht er nicht anrufen, Arbeit anrufen und sagen, dass man krank ist? Oh, geht er am nächsten Morgen einfach hin und steckt die Kollegen alle an, komm. Das ist eine Polizeistation, Grippe, die. Boah, es nebelt furchtbar, ne? Wir haben auch nur 6 Grad. In einem Tag ist es Herbst. Es ist richtig neblig, ne? Oh, es ist Herbst jetzt. Oh, nö, eine Grippespritze kommt. Ja, eine Grippespritze. Ich bin so nicht so der Freund für Grippespritzen. Besonders wenn man schon bei, gerade bei meinen Zuschauern, wenn wir schon von meinen Zuschauern reden, erleben durfte, dass einer geschrieben hat, ja, toll, ich habe eine Grippeimpfung bekommen und danach war ich fast halbseitig gelähmt. Das konnten sie gerade noch so verhindern. Also es drohte ihm. Ist schon ein bisschen heftig, wenn man mehr, dass halt so eine Spritze halt auch mal sagen, dass man so daneben gehen kann. Um es gelinde auszudrücken. Aber es ist halt immer mit einem Risiko verbunden und Ärzte mauscheln das immer ganz schön unter. Aber das heißt jetzt nicht, dass man nicht mehr sich impfen lassen, sondern man muss sich nur aber trotzdem auch die Risiken bewusst sein. Muss dann jeder für sich selbst entscheiden, wie mutig er da ist. Ich weiß nicht. Also ich. Blocky hängt fest. Nee. Blocky darf nicht festhängen. Festhängende Sims. Warum hängen da so viele Sims fest? Ist ja unmöglich hier. Wie geht's ihr? Ihr geht's gut. Oh, Derp sollte lieber den ganzen Tag lang im Bett verbringen, wenn es ihm so schlecht geht. Aber er könnte noch eine Mahlzeit zubereiten, um seine Keime auf die ganze Familie zu übertragen. Serviere Frühstück. Ein Landbrot. Das ist doch jetzt, wenn man sich krank fühlt, ist doch ein Landbrot richtig gut. Und dann machst du ein schönes, langes Schlammbad. Ein richtig Dunstgemüse zubereiten. In der Sauna? Glaub, es geht los hier.
Und sie kann dann, wenn sie wach ist, sie muss Soziallevel dann wieder steigern. Meine Güte. Sie kann ja Dirk ein bisschen bemuttern, aber dafür hätte sie jetzt früher aufstehen müssen und ihm was kochen müssen, nicht wahr? Hat sie nicht gemacht. Dafür muss sie sich heute um den Garten kümmern. Richtig, sie kann den Komposter... Steh mal auf, Schätzchen. Es ist erst 4 Uhr morgens, sag mal. Ihr seid aber auch alle fit. Ihr seid zu früh schlafen gegangen, ne? Oh, lecker Landbrot. Ja, das ist doch mal was. Ist das schon ein bisschen muskulöser geworden? Ich könnte schwören, ne? Ist da so ein bisschen... Oh, ein lecker Landbrot. So ein bisschen, ne? Dörp hat ein bisschen seinen Speck abgelegt. Ja, es ist immer Sport, bringt eine ganze Menge. Und dann kann sie sich auch einen Teller nehmen. Oh, natürlich Dörp auch noch verschluckt. Aber lecker Landbrot. Ey, das sieht richtig gut aus. So ein frisch gebackenes, selbstgebackenes Brot. Ist immer voll lecker, so frisch aus dem Ofen. Also habe ich Leute erzählen hören, wie sowas machen. Also ich nicht. Ich backe gern mal einen Kuchen, aber in der Form dessen, dass ich meiner Mama zugucke, wie sie einen Kuchen backt. Nein, das war ein Scherz. Sorry, Mama, hau mich nicht. So, er geht jetzt ein schönes Schlammbad nehmen. Und sie kann sich dann darum kümmern, dann auch hier kann sie auch alles aufräumen und Reste wegstellen. Ja, ihr Soziallevel. Sie können mal ihren Vater anrufen vielleicht. Vielleicht einfach mal so plaudern, damit sie da auch nicht die Familienbande irgendwie verliert. Warum ist sie mit der restlichen... Ja, die kennt mich. Cool. Warum ist sie denn mit der restlichen... Ach ja, richtig, weil ja das backte ja so. Die war mit ihrer restlichen Familie befreundet. Das geht ja mal gar nicht, dass das nicht ist. Das ist doch verrückt. Ich war immer gut mit denen befreundet. Und weil ich einmal den Sim resetten musste, haben sie die ganzen Freundschaftsstatus resettet. Ja, mein Spielstand hat immer gebackt, immer wenn ich im Baumodus war und abgespeichert habe, dann ist das Sims-Spiel abgestürzt. Und dann hat sich einmal ein Speicherstand ein bisschen verkackt. Und naja, also lange Rede, gar keinen Sinn. Das war doof. Sollte doch den Komposter verwenden. Warum ist dann da schon wieder Unkraut? Dann kann sie mal den Garten pflegen, nachdem sie mit Fuddern gesprochen hat. Und sich mit deinem Vater unterhalten. Was? Sie möchte mit Paul Best nackt baden. Mit ihrem Vater nackt baden? Findest du nicht, dass es ein bisschen spät ist? 5.50 Uhr ist nicht spät. Das ist ein bisschen früh vielleicht. Ihr Soziallevel ist im Arsch. Und Dörp gönnt sich ein schönes Schlammbad mit Gürkchen auf den Augen. Wenn man sich krank fühlt, ist vielleicht ein schönes... Was macht der Gartenzwerg in der Sauna? Da liegt so ein Gartenzwerg auf der Sauna. Kann man den drehen? Nee, der liegt dann immer so da. Nö, kann da liegen. Das ist auch geil. Sein Eigenleben liegt da. Krass. Das Einzige, der sich nicht bewegt, ist der hier. Na gut. Also wir lassen Dörp dann aber zur Arbeit gehen und gucken mal, ob sie ihn nach Hause schicken. Dörp fühlt sich jünger und belebt. Gucken mal, ob sie ihn nach Hause schicken. Und was möchte er? Einen Geist sehen? Ich glaube, es geht los hier. Ah, aber sie erntet hier brav. Und das hier ist... Ich kann ihn treten, wenn ich möchte. Huschka, juhu! Die Abenteuer von Raimundo lesen. Schon wieder. Ja, gar nicht in Frage. Du wirst jetzt Tapcast hören. Und zwar Logikfähigkeiten, weil das brauchst du für deinen Job, mein Guter. Und das kannst du dann machen, während du hier... Kann ich nicht irgendwie auch so spannen auf so einem Sofa... Kannst dich dann da hinsetzen, einfach. Basta. Outfit wechseln. Alltag 2. Machen wir das erst so. Lass mal jeder Tapcast hören. Dafür setzt er sich auch hin. Oh, finde ich ja gut. So richtig so die Apps mit allem drum und dran. Ich finde das ja so klasse. Und? Kommt jetzt sein Dings zur Arbeit? Nee. Ja, doch. Die Klamotten sind schick. Ich finde, die stehen ihm. Dann kannst du die Sachen mal reinigen gehen. Die ganze Wäsche im Haushalt aufsuchen, du kleiner Space Ranger. Ach, der hat sowieso heute frei. Heute ist Samstag. Kann er ja nicht mal krank feiern. Gar nicht geguckt, dass es Samstag ist und er heute gar nicht zur Arbeit muss. Na, was kann er denn mal dann anstelle machen, um richtig auszuspannen, wenn man krank ist? Im Bett liegen ist ja auch irgendwie doof, ne? Böser Traum, Nickerchen machen, die was hier mit entspannen. Ich meine, er ist krank, er gehört ins Bett.
Topcast hören und im Bett irgendwelche Videogames daddeln oder so. Das ist doch schön. Könnte sich auch aufs Sofa legen, aber leider können das ja nur bei Sims 2, können die sich aufs Sofa legen und Fernsehen gucken. Ja? Was, die Sims 3 können nur sitzen. Dann könnte er mal tagträumen. Ich möchte ja Hund. Ach, rennt ihm hinterher. Und sie kümmert sich hier inzwischen um den Garten. Das ist super. Danach kann sie duschen und aufs Klo gehen. Ist sie bald fertig damit? Oh nee, das dauert noch eine ganze Weile. Nee, lass das. Ist gut. Man muss sich nicht den ganzen Tag lang darum kümmern. Die Pflanzen sterben auch noch früh genug später. Dann geht sie jetzt eine Runde duschen. Dupdi-dupdi-dupdi-dup. Noch auf die Toilette und kann sich hier daneben legen und ein bisschen entspannen und können sich ein bisschen unterhalten vielleicht. Der Logikfähigkeit Level 3 erreicht. Nicht schlecht. Nickerchen machen, Ausruf wechseln, Handy Klingelton ändern. Was? Klingelton ändern? Das ist Elektrosound. Ach geil, dann könnte ich ja die Klingeltür, kann ich das ja mal auseinanderhalten. Klingelton ändern. Mein erster Klingelton. Ach, sie in ihren Arbeitsklamotten. Ja, sie arbeitet ja sozusagen jeden Tag. Legt sich neben ihren kranken Freund. Na, Derp, alles cool? Alles crazy? Ja, ich fühle mich ein bisschen krank. Guck mal, ich glaube, ich habe Fieber. Könnten sich ja mal nach Tag fragen. Könnte ich ein Baby machen? Auf Bett plaudern. Anstecken. Wäre logischer, aber. Auf Bett anstecken. Janja, Otamina, Uchi. Nawabi, Sonu, Kombuchen. Also, weißt du, Streit. Streit mag ich gar nicht, genauso wie Sessel. Die können aber Streit schlichten. Also sind sie eigentlich wieder cool, weißt du? So voll krasse Sessel, voll tight, Alter. In Magenta. Ja, habe ich mal bei Ikea gesehen, aber da waren sie in Blau. War aber auch schön. Aber hat keinen Streit geschlichtet. Ja, aber Magenta würde doch gut in unsere Wohnung passen, oder? Ich meine, gut, unsere Küche ist grün und unser Wohnzimmer auch, aber Magenta so als Kontrastfarbe. Aber ich dachte, wir haben schon Orange. Wie wär's denn mit Blau? Nee, Blau beißt dich. Es wäre voll unkrass, wenn wir da jetzt so voll den tighten Blauton reinfreshen würden. Ich habe keine Ahnung, was du laberst, aber... Ja, okay, dann halt kein Blau. Aber ich mag die Farbe trotzdem, immer noch. Ja, das kann ich ja voll konkret verstehen, Alter. Oh, wie er sie anguckt.